So, hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Advent-Special. Warum willkommen zurück? Weil ich habe ja schon auch eins gemacht. Also, nichts Zufälliges. Und genauso wie der Nepo, genauso wie der Max und außer der Thomas. Der hatte noch keins dabei. Ja, dieses Advent, an diesem Advent-Special gibt es Star Citizen. Ist ein Open-World-RPG Space Simulator oder Space-Spiel, das viel diskutiert ist. Die KI. Witziger Typ, Alter. Was du witziger Gangbang. Komischer Typ. Das sehr kontrovers ist. Ist kontrovers das richtige Wort? Auf jeden Fall gibt es sehr, sehr viel Diskussion, ob das gut ist oder nicht. Weil sich viele darüber aufregen, dass die Spiele so teuer sind und dass die Entwicklung so lange dauert. Aber wir vier und auch ein paar andere, die jetzt leider nicht dabei sein können, haben uns dieses Spiel auf jeden Fall angenommen und spielen es schon seit, keine Ahnung, einem Jahr jetzt mittlerweile, glaube ich, aktiv. Kann das sein? Boah, möglich. Ja, wir sind sogar schon länger dabei. Keine Ahnung. Irgendwie sowas da. Ja. Was machen wir heute? Ja, ich zeige euch heute auf jeden Fall das neue Gebiet. Wir werden jetzt gleich nach Ding fahren, in Business District, weil der neu ist. Weil das neue Update 3.4 kam gestern erst raus, wie ein Weihnachtsgeschenk für uns alle. Auch für euch. Könnt ihr dieses Weihnachtsgeschenk mit uns auspacken. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Als erstes fahren wir dahin, in Business District. Und danach gibt es wahrscheinlich noch ein paar Schiffsszenen und ja, wir gucken noch vielleicht noch ein paar Monde. Mit der U-Bahn. Also dann. Fahren wir wohl. Und für alle Leute, sagen, dass es laggt, das ist nicht das Spiel, sondern das ist OBS. Seit dem letzten Update ist es ein bisschen crank. Oh Jesus, Alter, haben die hochgedreht oder was? Boah, Junge. Alter, den Scheißdreck. Verlierst, Alter. Wo lebst? So. Können wir unsere Anzüge wieder anziehen? Oder hat dieser Planet schon eine Atmosphäre, oder? Ja klar. Na cool, dann brauche ich ja gar keinen Anzug. Moment mal, halt, wir sind nur zu dritt. Wo ist der vierte Mann? Max? Ja, was gibt's? Kommst du? Ey, ihr seid schon los, sagt mir wieder keiner was. Entschuldigung. Alles cool. Die U-Bahn fährt ja Gott sei Dank häufiger. Hocken wir uns hin, Piggy. I take a seat. Räder. Ich strahl dich mal Max. So an. Und der Zug fährt ab. Hab ich gerade verpasst. Geil. 71 gegen 152, logisch. Mal sehen, man kommt in der nächste zu. Ja. Ach, da müssen wir nach Loser Den laufen. Ach, was? Da haben sie die Industry Line noch gar nicht. Oh no. Was ist denn los? Wo seid ihr überhaupt alle? Ich hab den Fall verloren. Wo seid ihr? Doch einfach. Warum kann ich. Was? Du siehst doch die blauen Dinger, Alter. Was ist los bei dir? Du weißt schon, ich hab den Anzug nicht an, deswegen sehe ich die. Wir stehen in Plattform 1. Plattform 1. Ja, dieser Bahnhof hat zwei Plattformen. 1 und 2. 2 ist gerade abgefahren. Magst du nicht stehen bei Plattform 1? Wo bist du hin? Er ist schon wieder komplett weggelaufen. Der ist komplett weggerannt. Bin ich nicht! Ah, ich komm schon. Nein, natürlich nicht. Ach, diese Plattform, meint ihr? Hm. So, da bin ich. Für alle Informatskis, diese U-Bahn-Strecken gibt es bisher in Lawville. Und wir wollen genau dahin. Na komm schon, der Zug kommt. So, der Zug kommt natürlich. Der Zug ist da. Der ist pünktlich! Oh mein Gott, wir fahren in einem Wir haben einen Zug erfunden, der pünktlich ist. Na, viele Züge gibt's hier nicht. So ein Bums, ich will mich jetzt hinsetzen. Scheiße Game. Ja, also mein Jojo, das sieht auch mal dein Suit aus, brauchst du doch nicht. Keine
Ahnung. Komm, wir werden auch rausgezogen. Wir sind ja jetzt hier als Tourist. Ja, ich bin auch nackig, ja. Wir sind jetzt Tourist, hey. Das ist schon sweet mit der Bahn. Stimmt. Außer die Bahn, die an die Gates fahren, weil die bloß alle 3 Minuten kommen oder so. Oder 4? Was sind 300 Sekunden? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ich glaube, die Züge haben sie auch überarbeitet, weil die Ding, weil die LED-Anzeigen zeigen ja nicht mal richtig was an. Was? Oh. Aber ich finde die Strecke, ich finde die Bahnführung besser, was man hier außen sehen kann. Das ist Hammer. Am Tag kannst du, glaube ich, mehr sehen als jetzt. Ja, aber das sieht trotzdem geil aus. Stimmt. Man merkt auch richtig, wenn die Züge in die Kurven gehen, das ist einfach mega geil gemacht. Es wäre nur noch cooler, wenn sie es gemacht hätten, dass auch die Charaktere sich leicht damit bewegen. So wie halt sie wirklich. Naja, den gibt's ja noch nicht. Es gibt ja noch keine Schwerkraft. Also Schwerkraft ist noch nicht so Hey, wir sind da. Bedingt. Sind wir schon da? Ja, ja. Jo, klar. So, dann müssen wir jetzt nur noch gucken, wie wir zu. Weil Industry Line fährt nicht, also da müssen wir nach ins Metro Center und dann rüber zu Lawsendale oder wie der Scheiß. Können wir uns da ein Taxi nehmen? Parameter. Ah, come on. Oder ein Auto mieten? Ein Auto mieten. Auto. Also ob es zu dieser Zeit vielleicht jetzt noch Autos gibt. Alter. Jo, hat doch einen. No one needs an Auto anymore. In der Innenstadt kannst du nicht mit dem Auto fahren. Da ist Lawville viel zu klein. Ich habe auch nicht mit deinem Wagen geredet, aber wenn man sich zurückerinnert, da gab es ja mal eine Zeit lang. Da konnte man ja in Area 18, da hatte. Gab's ja auch. Im Fuhrpark bei den Kleinen. Liversendale Station da. Gut, dass es hier solche Dinge am Boden gibt, solche. Gewegsweise? Ja, genau, wir sind welche hier schon. Hier gibt's Admin und hier ist. Liversendale müssen wir, ja, genau. Also, die Stadt ist geil, die ist echt riesig und ich bin happy. Liversendale, da. Ah, das ist bei Tommy, dann haben sie, da haben sie endlich mal Tommy, bedingst. Was, Tommy? Was, Tommy? Ein krasser Laden, was Kleidung angeht, haben ich und Thomas mal ausgecheckt. Gibt sehr, sehr viel krassen echt? Scheiß. Ja. So, was ist das jetzt hier? Liversendale Station. Central Line, für die Central Line. Ja, die fährt rüber nach in den Business District, der neu ist. Oh, Jesus, geht's jetzt zu, ey. Was ist denn hier los? Ja, hier ist echt was los. Da unten. Zu Business District. Okay. Ja. Oh, jetzt haben wir auch wieder zwei Lines. Welchen? Beide fahren ja bis zum Business District. Moment, die Line 1 ist gerade angekommen. Mit den beiden schaffen wir's. Na dann. Ja, 26 Sekunden, Alter. Da können wir noch, ich weiß nicht, wo ihr seid. Hetzen. Max, willst du einsteigen? Komm rein! Bis dann, Max! Risk life, Alter! Ach, come on! Na, wow. Wir werden nicht auf dich warten! Es gibt keine U-Bahn-Surfer hier. Nein, ich steig jetzt aus, ne? Ah, no. In and out! In and out! So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommen wir in den komplett neuen Distrikt. Ich bin gespannt, wie es schon aussieht. Das ist das Spiel ab. Das hier ist alles schon neu. Die Linie gab es ja auch noch nicht. Ja, aber. Wir wissen, wie es von außen fahren. Wenn ich mir das so außen ansehe, ist das ja die Lande, ist das ja das Landegebiet da vorne. Nee, das ist. Wir können nämlich in den Tower dann rein. Dieser fette Tower, den es in Lawville gibt. Der fette Tower mitten in der Stadt, im Stadtzentrum? Jupp. Da vorne? Das ist der Business District. Ja, das ist halt das, der Hauptquartier von Hurston, da wo dieser komische. Alter, hier, Werbung! Werbung pur hier! Geht euch das rein! Alter Schwede, Mann! Cool! Fucking viel Werbung hier! Das ist fast wie am Times Square. Misk. Education, wow! Yeah, Misk, man! Ich hab Misk Freelancer! Ich glaube, wir müssen da drüben aufsteigen. Nee, doch, cool, das ist eine Freiluftstation! Alter, nice! Wie das aussieht hier! Alter, zieh mal die allein schon die Bänke rein, wie die geil geformt sind! Ey, was ist das für ein geiler Laden? Nice, Alter! Komm, kein Vergleich zu dem vorher! Komm, das ist eine Freiluftstation! Oder halb Freiluft! Alter, zieh mal das rein, diese
Gold, diese Gold-Statue, wahrscheinlich Blattgold, aber egal. Das dürfte der Gründer von Hearst und Dynamics sein. Keine Ahnung, wie er aber heißt. Frag mich eigentlich, was das hier für Felsen sein sollen. Genauso, als hätten die sie direkt so rausgehauen, wie die hier standen. Gute Frage. Ey, Moment mal, warte mal. Ey, scheiße, ich glaube, die Schienen führen hier, gehen hier quasi senkrecht nach oben. Tun sie ja. Krass. Können wir da eigentlich weiterfahren? Nee. Können wir da weiterfahren? Glaube ich nicht. Also, ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht. Nee, weil die andere wäre die Ding, die, wie heißt sie? Industry Line, die würde ja zum Stadtcenter dann noch fahren. Aber die Ding, die Central Line, die gehen dann noch nach Leavesendale oder wie die heißen. Alter, jetzt will ich, komm schon, lass uns reingehen. Ich bin neugierig, was wir so sehen können. Nein, wir warten bis morgen. Klar. Vergiss es! Oh mein Gott, fett geile Treppe. Alter, allgemein einfach alles viel großdimensionaler. Alter, eine mega goldene Treppe, Alter. Noch assiger geht's nicht, hörst du das? Jö, da ist er, die kommen erstmal weiter. Da ist noch eine noch viel größere Statue. Archibald hieß er. Ja, Archibald heißt er. Archibald Hurston, das war der Gründer. Alter, was ist das für ein Laden hier? Hier kommen ja eigentlich nur die Bonzen her. Ja, siehst du, deswegen sind wir ja hier. Die Foundation. Axt ist zu mir und ich hab ne Freelancer. Ich flieg ne Miss Freelancer. Die 0815 Frater. Der hat aber nicht lang gelebt. Das sind gerade mal 71 Jahre gewesen. Ja. Aber 71 ist halt eigentlich nicht lang, ne? Oh mein Gott, das heißt, wir müssen früh sterben. Geht hier lang? Transfers. Ah, gehen wir mal in den Showcase rein. Hier gibt's alle Waffen, die so ein Hurston Dynamics. Ich hab hier ein Legacy gefunden. Keine Ahnung. Das ist, sind nur die, Ding, die. Fuck, wie heißt das? Die. Ja, die Bekenntnisse zu Hurston Dynamics. So, ah, hier ist der Showcase. Wow, geil, ey. Ich bin im Himmel. Die Knarre brauche ich. Die da, genau die da brauche ich. Dann kaufst du die. Das Baby muss ich haben. Hier, glaube ich, kannst du auch Waffen kaufen. Ja, kann man auch, aber ich frage mich, kann die überhaupt an meine Freelancer ran? Ich glaube nicht. Gute Frage, keine Ahnung. Aber das wäre Bombe, wenn ich die dran montiere. Boah, die sind aber. Na klar, gesalzte Preise, oder? Tut mein Geldbeutel weh. Ist das sogar teilweise richtig mickrig? Das ist sowas wie ein Geldbeutel gar nicht, Alter. Ich hab's ein Geldbeutel gar nicht. Ja, genau, ja, Nepo, das sind diese Grundsätze hier: Dominance, Victory. Und Legacy, glaube ich, dürfte noch irgendwo drin stehen. Naja, genau. Hier, die Dictation. Aber irgendwie alles dieselben Knarren, oder? Nee. Zur Größenformat anders. Süß. Hier kann man sie alle kaufen, glaube ich. Oder? Oder gibt es hier Aufträge? Oh, der Bildschirm ist noch. Kann man gar nicht ansehen. Ist noch sehr verbuggt. Ich glaube, neue sind. Oh, du willst was Verbuggtes zeigen. Das ist mir egal. Mann, Jojojo, jetzt macht das Spiel nicht wieder schon schlecht, wenn wir gerade was Cooles sehen. Commitment, also ja, bei genau. Hier ist er gar nicht verbuggt, aber okay. Ja, witzig, es gibt auch sehr kleine Waffen hier. Also von ja, wegen. Ja, sag ich doch. Jede der größten Waffe. Die Dominance 1 kostet gerade mal 5000. Das ist süß. Ja, dann kauf doch. Danke. Können wir uns sogar leisten, aber dann wären wir pleite. Alter, Mann. Aber wie fett die größten Waffen, Alter, wie fett die sind, Mann. Aber der Witz ist eigentlich, dass die. Wie viel kostet die? Aber die kostet, ach so, die kostet 100.000. Was ist der Preis wieder? Ich hab ganz ehrlich gedacht, das wäre 10.000! Schön. Das wäre ein Spottpreis! What the fuck, Alter. Aber das haben sie gut hingekriegt. Vor allem alles aufs Gold, Alter. Was ist da los? Hat echt das Bonzen. Aber ja. Ich will mir mal weiter umschauen. Komm, geh mal zurück. Geh mal an die andere Seite. Kommst du mit, Max? Geh mal auf der anderen Seite hier. Da gab's ja noch, glaube ich, irgendeins gab's noch. Ist der Transfer? Gute Frage, was? Ah, ich glaube, das ist dann die. Wann ist? Weil irgendwo weiß ich noch, dass es ein Einkaufszentrum gibt. Ja, ich schau mir jetzt mal an. Was ist? Das sieht sehr nach Einkaufszentrum aus. Oder eher wie eine Börse. Eigentlich mehr wie eine Börse, ey. Das ist so von badass Börse hier. Growth. Ja, genau, das sind diese Grundsätze. Das ist eine Börse. Weiter ist eine Börse hier. Alter, los!
Ihr bringt Pinkys Lachen an die Börse. Was meine Nase an die Börse bringen? Ne? Cool. Mein Lachen? Cool. Ja, kann man hier schon handeln? Mal sehen, ja, hier gibt's zumindest mal Terminals. Kann man zocken hier? Ach, das ist der Kauf. Das ist die Handelsstation. Da kannst du die Frachträume deine Schiffe. Ja, für die Fracht. Das Trading. Oh, cool. Aber cool, dass man ja auch die Preisentwicklung sieht, also von den verschiedenen Zeug. Ach, sieht man das da genau? Lass mal sehen. Ja, hier, Arigelum. Geil! Alter, ich kaufe ab sofort nur noch hier ein. Lithium, Terillium. Jesus, Alter. Oh, hier gibt's noch einen Bereich, aber der ist versperrt. Welcher denn? Nicht weiter. Hier vorne. Hier, könnt ihr mal mit den Typen reden? Change Leadership. Ja, lies nur, was drüber steht. Ist klar, dass du da nicht rein darfst. Ja. Bist ja auch ein. Ah ja, das ist der komische. Oha, das ist der Boss hier oder was? Nee, das ist. Ich weiß nicht, wie der Typ ist. Das ist ein Mission-Gewerber. Kann ich mit ihm reden? Ja, kannst du. Ja, genau, das sind die Ding, das sind die Leader. Ariel, Aberdeen, Aita und. Der ist cool. Der Herr ist beschäftigt. Er hat hier einen originalen Globus. Vom Planeten? Dürfte Hursten sein, ja. Ja, weil Wasser drauf ist. Aber schwimmen kann man nicht. Ja, kommt, gehen wir also, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Aber die Börse sieht geil aus. Ja, die haben sie geil gemacht. Oh, hier ist noch was. Ach, Private Trading. Ja, du bist nicht private genug, Alter. Oh, hör auf. Ich bin so viel private, Alter, wie ihr vorhin. Wenn du eine Milliarde zahlst, ja, dann ist die private. Eventuell. Hey, wer genau hinguckt, kann sogar teilweise ihre Gesichter hinter die verspiegeln. Nein, geh mal mit Kohlenkasten. Man kann ganz genau da hingehen und genau hingucken. Dann sieht man schon ein bisschen. Der hat ja eine Sonnenbrille auf. Damit man cool ist. Bonze, Mann! Alter, wir haben hier so viel. Was? Geh mal her, Jojo. Was? What the fuck? LOL. Oh mein Gott, der Kerl konnte fliegen! Er bounced einfach mal rum, Alter. Alter! Ich hab doch gesagt, die Typen, die haben jetzt schon der viel Typ, Kohle. Ey. Ja. Die alle haben zu viel Kohle, die sind so krass drauf, dass sie abheben. Nee, der Typ war einfach so excited, dass er gerade irgendwas gewonnen hat. Hui! Ja, dann fängt man schon mal das Fliegen an. Dann, weißt du, dann hüpft er einfach wie so ein Mongo rum. Ja, wie sieht's denn jetzt aus? So wollen wir jetzt noch. Ja, wir gucken jetzt, ob es noch irgendwo was gibt. Wenn nicht, dann gucken wir. Gehen wir zurück auf die Schiffe und schauen uns den Planeten an, oder? Ja, wir gucken halt, ob wir noch auf irgendeinen Mond oder so reisen. Weil zeittechnisch wird es auch gerade ein bisschen knapp. Das war mir schon klar. Das ist einfach zu viel zu sehen. Wir können ja mal hinter gucken. Da hinten waren wir noch nicht. Oder doch, waren wir? Was denn hier? Hinter der Statue. Hinter der Statue waren wir noch nicht. Ja, da bin ich ja gerade. Ich bin hinter der Statue. Aber wo geht's hier? Das sieht sehr groß aus. Ja, ich glaube eher, dass das eine Wand ist. Ja, das ist einfach die Hinterwand von diesem Gebäude. Ja, da würde ich mal sagen, vom großen. Wir können hier noch die Treppen runter, Jojo. Hm? Wir können doch bei der Statue die Treppen runter. Gibt's da noch was? Unterhalb noch. Da unten ist aber dann bloß noch eine Wand. Da geht nichts mehr weiter. Ernsthaft? Nee, da sind doch noch Gänge, Korridor. Ja, auch nach links oder rechts. Ach, hier ist die Timeline noch oder sowas in der Art. Ja, eben. Aha. Mein die Gott, Geschichte Alter. Von Hurston Dynamics. Cool. Was? Erst 2438? Was? Erst in 420 Jahren? Geht das in 420 hier los? Jahren kommen wir nach Hurston zurück. Klar. Sure, Alter. Weil ich nichts Besseres zu tun habe. Also Leute, jetzt folgt noch ein paar Szenenbilder, aber vom großen Teil war es das jetzt noch. Also schneide ich hier noch ein paar schöne Aufnahmen rein von ein paar Flügen rund um Hurston und von ein paar Moden. Aber vom Laberteil war es das für mich. Ich oder wir verabschieden uns und wünschen euch einen frohen vierten Advent. Tschüss! Warte noch weg, ich will auch noch dabei sein auf dem Endbild! Schaltet morgen auch ein, weil morgen ist Heiligabend und da gibt es ja wie jedes Jahr auch ein Weihnachtsvideo von uns. Ist der wirklich da? Und ja. Nicht weiter rumgelabert. Ab in die
cinematischen Videos. Und wir sind mal raus. Bis morgen. Oh, hell no, motherfucker! Gutes Ende, Nico.